Petra, ich bin ja so froh, heute mal mit dir so einen Tag verbringen zu können. Du bist jetzt hier mit einem mega eleganten Outfit rein ins Hyatt, Ja. kommst raus, bist brutalst gekleidet, ganz anders. Und ja, ich finde es absolut crazy, wie du dich da immer in dieser Welt aufhältst. Und lass uns doch jetzt mal einen Fahrertausch machen und du Okay. setzt dich in den Roma und ich sitze einfach nebendran und schau dir zu, wie wir vielleicht in Richtung Meerbusch fahren. Los geht's. So, Petra, Na, oder? ich mach mal die Fenster zu, damit wir Danke schön. auch gut gehört werden. Und das Lenkrad können wir jetzt noch weiter runter machen? Ja. Während der Fahrt. Oh ja, super reicht. So. Ja, jetzt habe ich die optimale, weil jetzt ist es super. So, jetzt, Das also, gefällt mir. das war ja eben lustig, ne? Ja, oder? Gehst da rein ins Heil, zack, 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 Das hat man. Outfit getwistet Genau. und zack, bist du wieder da. Ruckzuck. Wie oft musst du bei so einem Shooting das Outfit eigentlich Ja, wechseln? meistens so, also wenn ich wirklich so einen Shooting-Tag habe, 6-mal oder 8-mal und dann reicht es auch. Also dann hat man auch irgendwie, auch wenn man da wirklich Spaß dran hat, aber dann ist auch gut. Dann macht es Spaß. Nein, also 8-mal, ja 6 bis 8-mal im Schnitt. So, ich Jetzt, fahre jetzt hier links, nee, ich fahre jetzt da hinten, oder? wir Ich habe fahren gar keine Ahnung, wo ich das so wie die fahre. so hier lang. Genau. Wenn man jetzt weiß, ne? Also wenn man jetzt dir so zuhört, dann denkt Ja. man, naja, Outfitwechsel, dann macht die mal eine andere Hose, anderes T-Shirt, anderen Rock oder was, ne? Ja, so einfach ist es nicht, ne? Und wenn ich dann nur mitkriege, wie heute, dass ich dich so einen Tag mal begleite und Ja. du tauschst ja nicht nur die Klamotten, sondern alles. Das stimmt. Also Ja. Sonnenbrille, Schuhe, Schuhe, genau. Handtasche, das ist ja wirklich, also das ist ja, und dann 6-mal. Ja, man muss sich wirklich im Gedanken machen, was passt zusammen, was sieht schick aus, was ist stylisch und ja, da gebe ich mir auch besondere Mühe. Ja, und dann Möchte nimmt. auch eine Inspiration sein für meine Follower und dann kann man das eben nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir da wahnsinnig Gedanken draus machen muss. Ich bin das ja und das ist ja auch mein Metier und so, aber ich mache mir trotzdem Gedanken. Also ja. Ja, und wenn man das jetzt mal so mitkriegt wie ich, ne? Das ist ja für so einen Laien, ich habe ja weder Instagram noch Facebook, ich bin ja total raus aus dieser Szene. Ja. Und wenn ich dann sehe, was das für ein Aufwand ist und man immer so hört, ja, so Blogger und ne? Ja, Social Media, alles ziemlich easy. Also das ist für mich mehr als ein Fulltime-Job. Ist es auch, Das ist es ist auch. Und du Wahnsinn. hast ja auch Samstag, Sonntag Urlaub. Du machst es halt immer. Du kannst halt zwar eine Pause machen, aber ja, dann ja, mögen die Follower nicht so gerne. Fahren wir jetzt links oder Ist rechts? egal, wir können so oder Vollkommen so. egal. Wenn wir Egal. hier lang fahren, dann brauchen wir nicht durch den Tunnel. Okay, ist auch Dann können gut, ne? wir schön über Ja, Land fahren. wunderbar. Nee, also ich glaube, es ist in der Tat viel mehr Arbeit, als es aussieht. Und also es ist natürlich ein super schöner Job, aber es ist eben auch anstrengend. Also es fällt einem auch nicht einfach alles nur so in den Schoß, auch wenn es vielleicht manchmal so aussehen mag. Ja, und man sieht ja immer nur das High-Glossy-Resultat Ja, und ja. denkt immer, das ist ja der ganze Tag so High-Glossy. Ja. Das ist ja mit Zeitdruck, Ja. Stress, Fotograf. Ich meine, Ja. ne, wir hatten jetzt heute 1, 2, 3,5, nennen, sage ich mal, Fotografen dabei. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Und alle Ja. rufen, Petra hier, Petra da, mach mal so, mach mal Ja. verrückt. Das ist wirklich mehr als Das ein stimmt. Fulltime-Job. Ich finde den Blinker nicht. Der Blinker ist im Lenkrad. Ah, Aber wir können auch auf der Spur bleiben. Also mal nochmal kurze düsen. Einweisung. Ja, Blinker, genau. Ach, Blinker. da, okay. Ja, Ja? genau, richtig. Ich bin ihn zwar schon mal gefahren, aber irgendwie vergisst man es Und dann wir doch können wieder. auch mal Also ein bisschen versuchen, Speed, ja? auf Wie? Komfort zu Und rot gehen. ist dann. Achso, das ist jetzt Sport, oder Nee, was? jetzt sind wir auf Komfort, jetzt sind wir auf Sport. Ja, wollte ich gerade sagen. Also Wir sind ja Mensch schon, sportlich. denn schon. Dann Gerade können wir das auch noch liebe ich Sport doch so. nehmen. Die Das macht Petra doch und der gerade so viel Motorsound. Ne? Spaß. Genau. Und was steht jetzt an? Du hattest jetzt lange Urlaub und jetzt Ja, bist du jetzt stehen wahrscheinlich noch schon schon wieder so an ein paar Shootings an, deinen genau. Terminkalender schon Ja, beinahe voll. genau. Jetzt bin ich ja bei Bräuninger am Freitag und dann
Mailand und nach Berlin und nach Lissabon und ja, sind noch so ein paar ganz nette Sachen, die jetzt kommen. Schön. Ja, da freue ich mich auch riesig drauf. Ich reise ja gerne und ja. Ja, ich glaube auch, wenn man sowas macht wie du, dann muss das. Das muss einfach alles zusammenpassen. Ne? Wenn man sagt, man macht nur gerne Fotos oder man ist nur Mode interessiert, hat aber wenig Lust an Reisen, an dem ganzen Stress, die Packerei. Ich glaube, dann funktioniert das halt alles nicht. Also ich habe wirklich mein Hobby und meine absolute Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und dann ist das eben auch wie, das ist ja für mich keine Arbeit. Das macht mir wirklich, also auch wenn es natürlich Arbeit ist, aber mir macht das einfach Spaß. Ja? Und ja, ich habe, seitdem ich das mache, so viele nette Menschen getroffen in meinem Leben. Das ist einfach schön. Ja. Ja, du ist es ja bei mir auch. Ne? Viele fragen mich ja auch, wie kann man so viel arbeiten und ne, auch diese ganzen Veranstaltungen und am Wochenende. Ja. Und hast du nie so ein geregeltes Wochenende? Die Frage stelle ich mir gar nicht. Okay. Ne? Und das, ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, dass man die Dinge tut, die man gern macht. Genau. Und für was lebt und dann ist das mit dem Beruf, ja, das geht dann so noch nebenbei. Ne? Bei, genau. Und das kann man auch mal jedem jungen Menschen irgendwie mitgeben, dass man irgendwie was macht, wofür man brennt, weil sonst kann so ein Arbeitsleben ja ganz schön anstrengend werden, oder? Wenn man immer was macht, was man nicht gerne macht. Naja, dann gehst du montags zur Arbeit und bist schon so nach dem Motto, wann ist denn endlich dieser Freitag in Sicht? Ja. Und das ist ja auch sehr schön, dass die Menschen sich das aussuchen können, dass man, es gibt auch viel mehr Studiengänge als früher, ne? Man kann sich spezialisieren in den Dingen, die einem liegen und das ist schön. Nee, er fährt so schön, Frank, ist so ein schönes Auto, du gleitest daher, das ist einfach der Knaller. Ja, das freut mich, wenn das dir Spaß macht. Ja, das ist so richtig mein Auto hier. Ja, das steht dir aber auch ungemein. Also ne? Der ist echt so schön. Also du passt da einfach rein. Ja, Motorengeräusch, ne? Selbst ja, in niedriger Drehzahl einfach ein Traum. Echter Sound, Musik in meinen Ohren. Das bei einer Frau, ne? Ja, du weißt ja. Ich habe halt ein Faible für Autos. Vor allem für schnelle Autos. Ja, ich glaube, das ist dann auch, ne? Wenn man sich mal mit diesem Thema Auto beschäftigt und dann kommen auch irgendwann die tollen Marken auf einen zu. Ja. Für mich ist Ferrari die absolute Marke. Ja, da ist einfach alles. Ne? Da haben wir die Historie, wir haben die Eleganz, wir haben die Sportlichkeit. Ja. Wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, so wünscht dir ein Auto von Ferrari, welches Modell wäre es? Ja, das wurde ich letztens schon gefragt. Witzig, dass du die Frage stellst. Ja. Ich hatte 10 Fragen über YouTube beantwortet und da war diese Frage auch dabei, welcher ist wohl mein Lieblings-Ferrari und die Frage bekomme ich auch von vielen Kunden, Freunden gestellt und das ist für mich ein 288 GTO. Okay, dann müssen wir den nochmal zeigen. Das sagt nicht jedem was, aber das ist ein Auto aus der bekannten Big Five Serie. Mhm. Das sind also die 5, sagen wir mal, Top-Modelle von Ferrari, die es gibt. Das sind die Top-Sondermodelle und das ist einer davon. Und ich finde ihn einfach, es ist mein Traumauto. Super. Ich muss auch da sagen, es ist erst mein absolutes Traumauto, als ich das Auto mal wirklich live gesehen habe. Aha, okay. Klar kann man auf Bildern gucken und das Auto wirkt, finde ich, auf Fotos nicht so. Mhm. Wenn man aber dann mal live davor steht und das alles so sieht, dann ist es einfach ein bildschönes Auto. Aber du kannst es gerne. Ja, wir können hier raus. Aber überzeuge dich mal bei Google. Okay, das mache ich. Also ihr habt den da jetzt nicht stehen. Nein, das ist auch. Also so ein 288 GTO haben wir vielleicht 1 bis 2 Mal in der Werkstatt im Jahr. Okay. Das ist also auch, das sind ganz besondere Autos. Und welche Farbe willst du dir da bestellen? Da würde ich tatsächlich rot oder schwarz bestellen. Mhm. Das sind bei einem klassischen Ferrari, also so, ne, die Modelle, die dann etwas älter sind, da finde ich rot immer richtig gut, weil das einfach so damals auch die Zeit war. Da war ja fast jeder Ferrari rot. Mhm. Und schwarz finde ich einfach gut, weil das so meine Lieblingsfarbe ist an Autos. Okay. Ich finde, schwarz steht vielen Autos, es ist zeitlos. Das ist für mich immer eine gute Farbe, wenn man einen Sportwagen zu sehen hat. Ja. Also meine Wahl steht fest.
ich der Roma. Ja? Ja, absoluter ja, Lieblingsfahrer. Also das ist für mich, ich finde das Auto so schön. Wirklich, gibt es keine Alternative. Ich muss auch sagen, das Auto passt auch zu dir. Ne? Ja, also, finde ich auch. Klar, wir haben viele, viele schöne Autos. Keine Frage. Aber das Auto ist was, wo ich sage, so auch von deinem Style, ja, auch wie du heute wieder angezogen bist und dann die Symbiose zum Auto. Finde ich auch. Das ist schon ideal. Ja, würde ich auch sagen. Sehr gute Wahl, Petra. Bist du zufrieden, ja? Ich bin sehr zufrieden. Ja. Mit meiner Fahrweise bist du auch zufrieden, oder? Ja. Das fährt wirklich so, als würdest du so den ganzen Tag mit dem Auto durch die Gegend fahren. Finde ich auch. Ihr seid schon mal da, oder? Ihr seid eine Einheit, sozusagen. Eine Symbiose. Na, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Wie lange wird denn an so einem Motorsound gebastelt? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil ich das gar nicht so beantworten kann. Mhm. Ich weiß nur, dass es natürlich Soundstudios gibt. Ja, wo man, die sich da so richtig drauf spezialisieren. Ja. Weil die Kunst ist ja auch, wir haben mehrere Komponenten. Wir haben natürlich einen Sound draußen für die Menschen, die draußen stehen. Mhm. Aber noch viel wichtiger ist natürlich der Sound im Innenraum. Ja, das stimmt. Und das muss alles so ein bisschen zueinander passen. Und deshalb gibt es da wirklich so Sounddesigner, die sich dann mit dieser Materie beschäftigen. So, da sind wir wieder. So, wo soll ich parken? Das in der Mühle, oder? Ja. Gut. Perfekt, super. Ach, wie schön. Da sind wir. Jetzt. Ja, Petra, jetzt ist der Tag vorbei. Und ich glaube, wir drehen jetzt gerade die dritte Sequenz. Und du hast das dritte Outfit an. Das ist eine Fashion-Bloggerin. Ich habe gedacht, rocke ich nochmal so passend zum roten Ferrari, oder? Muss der erste so passen? Ja, und da sieht man mal wieder, wie die Fashion-Bloggerin so mal eben drei Outfits aus dem Hut zaubert. Mhm. Und du siehst total anders aus als vorher. Ja. Ja, wir sind schon am Ende unseres Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns bei YouTube. Gebt uns gern Kommentare zum Video oder wenn euch irgendwas anderes interessiert, dann gerne auch dazu. Ihr dürft auch gerne folgen. Genau, ihr dürft auch gerne der Petra Dinos folgen auf Instagram und wo noch? Auf meinem Blog Lieblingsstil. Auf dem Blog Lieblingsstil. Und ja, liked uns, verfolgt uns weiter auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook oder kommt uns einfach besuchen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Ciao. Ciao.